hoffe, das Gebiet hier gilt auch noch zum Hochpassberg. So, 2 von 12, 2 von 10. Schon finde ich innen drin in der Mine auch genügend. Gehe ich mal ein bisschen voran. Und wir was essen. Das sollte ich mitnehmen. Er hat mich einfach schon von weitem gesehen. Warum stand ich gerade in den Steinen drin? Das war anscheinend Bug. Die sind nämlich nicht unsolide. Kann gerade ausgehen, aber auch hier rum. Ich sag das okay. Na gut, egal. So 9 von 10 und 9 von 12. Da das auch mit Pier so eine Sammelquest ist, denke ich mal, dass diese Pier tatsächlich der Bosskampf ist, wo ich mal sagte, ich hoffe, dass wir diesen Bosskampf nicht machen müssen. Und dann kommt gleich der Bosskampf. Das ist auf jeden Fall so eine riesengroße verderbte Ader. Ah, genau. Besuch eine kleine Macherei, stelle her, Handschuhe der verschleierten Absicht. Ah, was? Sprich mit Pier. Ich nehme das alle mal, okay? Ich glaube, das könnte schief gehen hier. Ich vergesse immer, dass ich mit dem Cursor einfach, wenn ich irgendwo drauf halte, dann einfach da dann ein Hotkey sehe. Also, dass ich dann mit der interagieren kann zum Beispiel. Aufgegeben, okay. Pia Auguste? Ist plötzlich wie anders. Oh, der Himmel sei Dank. Du bist es. Stecke hier seit Tagen fest. Zest la Galère. Den Mächten sei Dank. Ich hatte fast schon alle Hoffnung aufgegeben. Du solltest nach Hause gehen. Das will ich ja.
Ich will nur kurz zu Atem kommen, dann breche ich auf, damit ich möglichst bald wieder in meinem warmen Sessel sitze. Machen wir doch ein kleines Rennen. Ich wette, dass ich vor dir da bin. Ich hab hier Schleinex nach Hause zu klagen, Teil sieht. Die Quest 1 und Quest 2 sind beide in der Stadt, oder? Ja. Also, ich weiß nicht, wer von uns schneller da sein wird. Da er ja immer noch auf dem Stein steht und ich jetzt gleich in der Stadt bin. Der lädt aber ganz schön lange. Und der Buch ist weg. Da ist er wieder. Jetzt fehlen Spieler. Ich bin schneller da. In der Stadt. Wobei er sich einfach hier teleportiert hat. Sehr schön, du hast es zurückgeschafft. Die gehören zusammen, die beiden. Okay. Schon, du wärst schneller gewesen als ich, aber hier stehen wir also. Diese bläulichen Schreine machen das Reisen wirklich angenehm, nicht wahr? Ah, ja, ich bin aber auch mit dem... Ich bin sogar schneller gewesen, weil ich bin nicht erst zum Schrein gegangen. Ich war klüger. Stell dir vor, ich hätte diese Orte niemals erblickt. Stell dir nur vor, ich hätte mich niemals so lebendig gefühlt. Und das habe ich alles dir zu verdanken, mon ami. Bin Sprafter. Danke. Ebenfalls. So. Das wird zu einer Kleidermacherei. Ich war einfach Pfeifert Move, denn ich bin mit Gaststätte in die Gaststätte gereist und nicht erst zum Schrein. Ich musste weder zum Schrein hingehen, noch musste ich vom Schrein wieder zurückgehen in Richtung. Ich kann mitnehmen. Vom Schrein, der, ich weiß nicht, wo der hier steht. Aber ich konnte auf jeden Fall einfach direkt aus dem Gasthof zur Taverne gehen. So, jetzt hier noch. Erstellen. Herstellen. So, jetzt fehlt mir halt hier noch das. Das ist beides, was ist. Genau. Das sind die beiden Sachen aus. Tiefe Schlucht. Glaube ich, oder? Ah ne, das war mittlerweile schon da. Das andere von den beiden ist... Keine Ahnung, wo. Ah, was? Ach, der Hut fehlt auch noch, okay. Durchdrungen der Hut der verschleierten Absicht, okay. Was ich dafür... Schattentuch. Und dafür muss ich... Gut, ich weiß nicht, ob ich diese Quest jemals machen werde. Warum schicken die mich immer in dieses vermaledeite Abraumlager, wo man überhaupt nicht hinkommt? Gibt es hier irgendwie einen Creative Mode oder so? Kann man sich das installieren? Um die Berge hochzugehen?
So, aber das soll uns jetzt nicht stören. Das mache ich irgendwann mal off-cam oder ganz am Ende. Aber erstmal ist das nicht wichtig. So, jetzt reisen wir mal kurz nach hier. Hallo? Ich will mir das Lager nicht angucken. Jetzt reisen wir nicht nach Tiefe Schlucht, Innenhain und geben da die Quest ab. Und dann geht's Richtung Unstete Küste, geben da die Quest ab. Und dann reisen wir ins Bündnislager nach Windkreis oder Immerfall. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, das war Immerfall. Um ein. Was? Ja. Ups. Ja. Um dort nach unten steht die Küste, um da, Immerfall, um dort halt von dort aus Richtung Brackwasser zu gehen. Es leckt irgendwie gerade ein bisschen. Ich hoffe, du hast ihnen einen Schlag versetzt, von dem sie sich nicht so schnell erholen. Das Letzte, was wir jetzt brauchen könnten, wäre ein Angriff von den Anwächtern. Sie werden nicht so schnell wieder angreifen. Schon amüsant, nicht wahr? Meine Aufgabe ist dieselbe wie ihre. Ich meinen Auftrag, mein auch einfach nur noch des Auftrags willen ausführen werde. Schätze, solche philosophischen Fragen sind müßig, wenn man eine Pflicht zu erfüllen hat. Im Gegensatz zu den anderen Quest hier. Bist du nicht nur hier, um die Verderben. Es gibt vielerlei Bedrohungen für die Menschheit. Möglicherweise bedeutet das, dass ich dich gefahrlos in einige der Geheimnisse der Weltläufer einweihen kann. Mich geehrt, dass du mich für würdig hältst. Ja, klar. Das tue ich. Also höre genau zu. In Innenhain gibt es Wirt, Holz, Bäume und im Überfluss, von denen ein wundervolles Leuchten ausgeht. Das Herz kann man zu einer Substanz veredeln, die wir Wirtholz tränen. Sie sind den Weitläufern heilig. Und damit? Tränen sind gesundheitsfördernd, aber wir veredeln sie nicht selbst. Unser Geheimnis ist, dass wir sie im Kampf gegen Dryaden von Wirtholz Windung erbringen. Wirtholz Windungen erringen. Sammle ein paar und ich werde dich gut belohnen. Das ist die Quest. Sammle Wirtholztränen von den Dörden am Ort greifender Gipfel. Natürlich muss ich da auch hin. Das sind die absolut beschissensten Orte. Und natürlich sagt das Spiel, ja, geh nicht, mach nicht zwei Quests auf einmal an diesem Ort, sondern mach erstmal da die Quests. Und irgendwann machst du da nochmal eine Quest. Schon. Das heißt, ich löse das. Das heißt, diese beiden Quests werde ich off-cam machen. Ich habe auf dieses Gebiet keinen Bock mehr. Auf dieses hier. Nicht auf Edenhain. So, auf dieses Gebiet, wo man wirklich, egal ob, wo man ist, man kommt nicht hin. Wobei, hier habe ich es ja mal geschafft, mich hochzuglitschen. Das werde ich auch wieder versuchen. Werde hier tatsächlich mich versuchen, hochzuglitschen. Und je nachdem, wie easy das Gebiet ist, werde ich dann dahin gehen. Aber das alles erst, sobald ich Kompetenz 600 habe und besseres Schwert habe. Vorher gehe ich da nicht hin. Das heißt, wir können jetzt nach da reisen und die Quest da abgeben. Und ich werde mal nach dieser Folge, ich hoffe, ich denke dran, werde ich mal die Gipsofen-Kompetenz-Sachen herausfinden und die vielleicht in der nächsten Folge dann
mal. Was stand da eigentlich gerade? Ja. Ach, wir spawnen ja hier oben. Wo müssen wir hin? Ach, da. Auf die Seite. Okay. Natürlich muss ich einmal komplett drüber. Ja, ich werde versuchen, das herauszufinden. Und würde dann halt gucken, dass ich die... was wollte ich sagen? Kein Plan. Was war mein Plan gerade? Ich sollte hier nicht mit Map laufen, weil gefährlich. Kein Plan mehr, was ich sagen wollte. Ich würde eher die Sonne im Westen aufgehen sehen, als dass jemand Admiral Rees erledigt. Ich muss unumwunden. Unumwunden zugeben, dass du es wirklich drauf hast. Es ist also nur recht und billig, dass du eine mehr als angemessene Belohnung bekommst. Der Verdammnis. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass mich das ruhiger schlafen lassen würde. Das war... Das war die Quest. Aber dem ist leider nicht so. Die ganze Sache mit den Verloren macht mir langfristig betrachtet große Sorge. Jetzt gibt es hier eine Nebenquest. Es gibt zwei Nebenquests. Ich weiß nicht, wie lange diese Folge geht. Also, ich glaube, diese Folge ist keine diese Folge, sondern diese Folge ist, glaube ich, mittlerweile schon in drei Teile geteilt. Weil einfach ultra lang. Und hier fehlen über die Geländer. Das hatte ich auch schon mal bemängelt. Oh, das ist mir nie aufgefallen. Ich hatte vorhin für mich, diese Aufnahme geht schon so lange, wahrscheinlich vor drei Folgen, hatte ich gesagt, naja, wahrscheinlich ist das Webermo. Aber nee, das ist hier. Oh mein Gott. Das ist hier, diese Sicht. Mir aufgefallen, WTF. Okay, was hast du? Unsere ganze Mühe mit Wachtmeisterin Müller könnte nach hinten losgegangen sein. Jetzt denkt sie nur noch an die Bedrohung durch die Verlorenen. Gibt es noch eine Bedrohung? Allerdings. Und was für eine. Die Verderbten. Die Verderbten, der Bruchberg. Gerade dachten wir, wir könnten mal einen Moment zur Ruhe kommen. Da müssen wir erfahren, dass die Verderbten genau hier in unsteter Küste auf dem Vormarsch sind. Dann verbergen wir sie. Aus deinem Munde glaube ich das sogar. Die halten sich an Ort auf, der die Untiefen heißt. Ein Kriegsfürst der Verderbten hat das Kommando, aber der Stromzieher hinter der Aktion ist Erzdiakon Azamelan. Schalte den aus und ich werde dich reich belohnen. Seit deiner Ankunft haben hier schön.
schöne Zeiten Einzug gehalten. Wünsch Gott. Aber hast du schon die Nachricht aus Klagenthal gehört? Wirklich tragisch. Ich komme gerade aus Klagenthal. Na gut, ich habe einen Abstecher nach Ehenheimor. Was ist passiert? Der dortige Wächter, Gera, er ist den Verlorenen zum Opfer gefallen. Ja, das weiß ich schon. So, soweit ich weiß, war er ein richtiger Held. Falls du mal durch Klagenthal kommst, überbringe Tavernenbetreiber Brevel bitte mein aufrichtiges Beileid. Uns verbindet eine lange Geschichte. Diese Farbkoffer, das geht von Taverne zu Taverne immer. Jetzt müssen wir wieder dahin. Oh. Es hat das freigeschaltet. Also. Oh, ich muss. Egal, was wir jetzt für eine Quest bekommen haben. Wir haben irgendwo eine Quest 1. Also, das ist die. Okay, das kann ich. Wir müssen jetzt. Es ist jetzt die Chance. Es ist jetzt die Chance, dorthin zu gelangen. Jetzt ist die Chance. Die Chance meines Lebens. Ich weiß gar nicht, wie lange geht die Folge eigentlich schon? Also ich kann nicht sagen, wie lange jetzt explizit diese Folge geht. Aber ich kann euch sagen, die Folge, die ich gerade am Aufnehmen bin, geht gerade schon 1 Stunde 44. Oh mein Gott, wir können diese Quest endlich beenden. Das Gute ist, ich kann mich gleich einfach von überall zurück in die Taverne rufen lassen, nach Klagenthal, und kann da die Quest abgeben. Direkt in der, im Gasthof, meinte ich. Weil wir einfach die in Klagenthal schon waren. So. Wir hatten das anscheinend nicht vorgesehen gehabt, dass wir zuerst dahin gehen, bevor wir Admiral Reis umbringen. So. Nachricht von Wafa Kelesch mit der Bitte, dass ich etwas namens Poseidons Kelch begutachte. Klingt interessant. Bis jetzt hatten wir nur einmal. Eine Frage. Stehen Sie noch immer im Wasser? Ja, Sie warten immer noch durchs Meer. Sie sind mutig, sich einfach so den Schrecken des Meeres auszusetzen. Wir haben nur einmal die Chance gesehen, gehabt bis jetzt. Der gefährlichen Strömung fortgerissen wurde. Also noch unter anderem. Dass sie einfach so entspannt im Meer herumstehen. Wir hatten mit diesem Mal, wo wir hier die Quest machen können, hatten wir bis jetzt nur einmal die Chance, diese Quest zu machen. Die habe ich aber die Chance vertan. Und mich hat das die ganze Zeit so getriggert, dass ich dachte, oh shit, habe ich jetzt die einzige Chance, die es gab, vertan? Aber nee. Ich spreche da den ganzen Tag, also für mich. Es ist ja eine Aufnahme, es ist ja schon ein Stream. Und den ganzen Tag schon drüber, dass ich diese Quest unbedingt machen will. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich ziehe vorhersehbare Schrecken jederzeit dem Ungewissen vor. Die Piraten am Strand haben ihre eigenen Gewohnheiten. Sogar die Alligatoren verhalten sich immer gleich. Aber das launische Meer, es schlägt ohne Vorwarnung zu und nimmt einem alles. Aber das launische Meer, das bringt dich dann hierher. Ich brauchte etwas Freiraum. Deshalb musste ich meine erdrückende Familie verlassen. Ich bin hergekommen, um zur Ruhe zu kommen. Dann habe ich Wafa gesehen und wusste sofort, dass ich fündig geworden war. Oh, Kelas, sie verehren dich.
Ich brauche etwas Freiraum. Deshalb musste ich meine erdrückende Familie verlassen. Bin hergekommen, um zur Ruhe zu kommen. Dann habe ich Waffa gesehen und wusste sofort, dass ich fündig geworden war. Waffa, Keles, sie verehren dich. Wirklich? Ich dachte, dass sie... Oh, sie dachten, ich würde mich nur für sie interessieren, wenn sie einen Schatz hätten. Ich muss ihnen etwas schenken, um zu zeigen, dass das nicht stimmt. Ich habe zum Schutz vor dem Meer einige Seeglasanhänger angefertigt, aber die Piraten haben sie gestohlen. Ach, kann man annehmen. Ja, dann machen wir das nochmal. Hä? Achso, da. Was? Schrecken der Baumwipsel, um zu Seeglasanhänger zu bergen. Respekt zollen. Sprich mit Isaac Brebel. Okay. Burg folgendes aus Truhen. Seeglas Anhänger. Warum ist das hier so unendlich leer? Und wo war diese... Kommt man hier hoch? Irgendwo hinkt doch so eine Brücke nach unten. Ach, hier. Die ist nämlich hier abgerissen. Es gibt hier Kisten in diesem Haus. Also eine zumindest. Eins von vier haben wir schon mal. Hier gibt es keine Kiste. So. Hier gibt es auch keine Kiste. Bitte. Ich habe das Gefühl, das Spiel läuft gerade nicht flüssig. Hey, come on! Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hier hinrenne. Ich glaube, in dem Haus da unten wird vielleicht noch was drin sein. Und in diesem Haus. Mal die Brücke rüber. Warum sind die... Warum? Folgendes, die sind einfach... es ist abgesehen davon, dass da keine Kiste drin sind, sind die komplett leer. Also die sind überhaupt gar nicht eingerichtet. Das wundert mich gerade irgendwie so. Come on. Zum Glück ist hier diese Brücke, würde ich es mal nennen. Rampe. Eher. Was macht dieses Schwein hier drin? Achso. Tschüss. Lustig wäre es jetzt, wenn ich irgendwelche Quest-Items hier bekomme, aber nee. So, zwei
Okay, hier ist auch die Brücke irgendwie so halb eingestürzt. Geh mir aus dem Weg. Oh, bei der Piratin sieht man auch deutlich, dass die so ein Funkeln im Auge hat. Habe ich irgendwie ein bisschen noch nie drauf geachtet, aber selbst der hat das. Moment jetzt mal, also warte mal. Achso, da ist noch ein Haus. Okay. Ich dachte gerade schon, ich war an allen Häusern, aber ich habe noch nicht alles eingesammelt. Oh ne, hier ist noch eine. Ich bock mich von oben rein. Gut, hat nicht so ganz geklappt. So, dann ab zu ihm. Solange diese Quest geht, mache ich sie einfach. Zeltlager verfügbar? Was? Komm. Ups, ich bin dran vorbei. Nee, bin ich nicht ganz. Vorstellen, wie es aussieht, wenn sie in ihren Haaren baumeln und im Sonnenlicht glitzern, während sie durch die Wellen tanzen? Es wird herrlich aussehen. Was ist mit mir? Meinst du, ich bin passend angezogen? Ich weiß nicht, was ich zu einem solchen Treffen anziehen soll. Es ist alles so aufregend. Hoffentlich gefallen Ihnen die Anhänger. Hier ist meine Kleidung sauber? Sitzt meine Frisur? Ich möchte bei Wafa einen guten Eindruck machen. So, dann sprich mit Isaac. Hä? Wer wurde? Achso. Hier, ja genau. Quest 1, okay. Oder? In die Richtung. Ja, in die Richtung ist tatsächlich die Siedlung. Dann würde ich sagen, sieht das doch hier schon nice aus, weil wir haben die Aufgabe gemacht. Oh mein Gott. Endlich. Reisen wir noch zurück in den Gasthof. Machen dort kurz die Quest. Also geben im Gasthof die Quest ab. Ich glaube, so ist es eigentlich nicht von den Entwicklern vorgesehen, dass man die Quest so macht. Also hauptsächlich so. Also, dass man sie so macht. Man kann sie zwar so machen. Das haben sie bestimmt vorgesehen. Aber, dass man sie also so hauptsächlich so macht. So, die meisten Spieler. Das Spiel spielen. Dass die das anders machen. Also, die gehen halt davon aus, dass man unstete Küste fertig macht, bevor man in Klagenthal ist. Und ich habe ja. Ja, da steht. Oh. Ah, nee, ich muss gar nicht in der. Ich muss tatsächlich in die Taverne. Warum auch immer die Quest weiß ist. Wenn ich hier scrolle, ist die einfach weiß. Bleib doch noch etwas. Was? Krankteil um überwenden die Botschaft von Tavernenbetreiber. Adresse in Tavernenbetreiber. Bleib doch noch etwas. Was ist das? Doch noch etwas. Okay, das Ding verbuggt. Wow. Wieso sind alle Quests verbuggt hier? Die man in Unstete. Wirklich. Also es waren so viele, selbst die Hauptquest in Unstete Küste war einfach verbuggt. Wieso
sind so krass viele Quests in Unstete Küste verbuggt. Wieso? Einfach wieso? Und ich bin mir sicher, dass es nicht an mir liegt. Es gibt bestimmt mehr Leute. Also ich hoffe mal, dass hier Amazon Games war es, glaube ich. Beziehungsweise Steam. Dass die einen Patch machen. Dass... Ja, dass das halt wieder funktioniert. So, aber, genau, von hier aus kreisen wir jetzt nach hier zum Bündnisschrein. Und damit haben wir jetzt Edenhain soweit fertig gemacht. Bis auf die beiden Sachen, die ich off-cam machen werde. Ja. Oder halt am Ende, theoretisch. Vielleicht mache ich das sogar am Ende sogar für euch. Also extra nochmal nicht off-cam, sondern in der Folge, damit ihr auch nochmal seht, wie ich mich den Berg hochgelitscht habe. Das habe ich ja damals nicht gezeigt, das hatte ich off-cam gemacht. Aber das Ganze halt nur, sobald war es schon richtig, das Ganze dann... Sobald ich die mir fällt das Wort wieder nicht ein, Kompetenz war es, glaube ich, abgegradet habe. Gucken wir mal. Wir haben keine guten Rüstungssachen. Wieso ist das alles so schlecht? Ja. Als nächstes geht's wohl dann für uns in Richtung Brackwasser. Aber damit würde ich sagen, wäre es das mit dieser Folge gewesen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob hier ob dieses hier 2 Folgen oder 3 Folgen mittlerweile sind. Also entweder ihr habt die letzten zwei Folgen ohne Outro gehabt. Ohne wirklich dieses Outro, wo ich rede. Oder ihr habt... Habt tatsächlich... Ah, ich suche noch die perfekte Position. Oder ihr habt die letzten... Oder ihr habt die letzten... Die Teamkirche irgendwie nicht gerade. Oder ihr habt die letzten eine Folge nur kein Outro gehabt von mir. Aber ja. So. Mal gucken. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, die dann etwas kürzer wird. Es kann sein, dass ich hier das in 2 Folgen jeweils 55 Minuten teile. Oder in... Ich guck mal kurz. Ja, also das Ganze geht jetzt 2 Stunden, 2 Minuten schon, die Aufnahme. Es kann auch sein, dass ich das Ganze...
wenn ich es in drei Teile teile, dann müssten eigentlich 40 Minuten sein dann. Theoretisch. Ja, doch. Ich glaube, ich teile tatsächlich das alles in 40 Minuten. Beziehungsweise in 41, weil es sind 2 Stunden, 3 Minuten. Es müssten also 41 Minuten pro Folge sein. Und ja, ich würde sagen, das wäre es dann mit dieser Folge gewesen. Schaut gern in der nächsten Folge vorbei und abonniert dafür den Kanal und aktiviert die Glocke, um das nicht zu verpassen. Like gern euch das Video, falls es euch gefallen hat. Und ja, nächste Folge rennen wir von hier nach da, Richtung Brackwasser, und gehen das Gebiet an. Denn wir haben Klagental fertig, bis auf das die beiden Elite dann Bollwerk Quests und die, wo ich heute ein Level 100 brauche. Die und die Quest mache ich am Ende, weil es kompliziert ist, da hinzukommen. Und ansonsten sind hier überall ja noch Quests offen. Weil also auch hier die noch nicht aktiviert sind, das sind alles Expeditions- oder Elite-Bollwerk-Quests. Alles, wirklich mittlerweile in allen Gebieten, bis auf Brackwasser und Edenhain. Also hier sind so oder so keine Gebiete in Schwefelsandwüste, aber in Edenhain. In Ebenmaß, sowie in Brackwasser, sind noch Nebenquests. Und sobald wir damit fertig sind, geht's Richtung... Ja gut, das ist auch Elite-Bollwerk. Richtung Bruchberg. Ich werde mir jetzt off-camp nochmal anschauen, wie ich das Ganze mit den Gipsöfen machen kann, sodass ich die Kompetenz steigern kann. Und beziehungsweise hatten wir es nicht sogar schon mal rausgefunden? Denn hier steht doch Elite-Orientierungspunkte und Expeditionen. Also Kompetenz steigern. Elite-Orientierungspunkte, also Elite-Bollwerke. Genau die überall auf der Map noch verfügbar sind, weil ich die nicht gemacht habe. Und Expeditionen. Beutefreie und Kreaturen aus Truhen in Stufe 60 plus Gebieten können diesen Wert steigern. Und ich weiß nicht, ob es gut war, die ganzen aufzuheben, die ganzen Expeditionen und Elite-Bollwerke, weil wir jetzt dadurch das steigern können. Aber auf jeden Fall ist, genau, die Herstellung eines 60 RW-Gegenstands steigert die Kompetenz für diesen Gegenstandstyp. Ich weiß nicht, was 600 RW-Gegenstands ist. Und halt Gipsabguss öffnet ein... Das Öffnen eines Gipsabgusses steigert die Kompetenz. Das ist das, wo wir dieses veredelte Schrott, also Waffen oder generell Fetzen von Sachen, wenn man sie zerlegt, wo man geringe Chance hat auf Sachen. Mir fällt der Name nicht ein. Trümmer. Waffentrümmer oder Rüstungstrümmer. Je nachdem, was man herstellen will für eine Waffe. Oder Rüstung halt. Und mit Schattensplittern kann man auch anscheinend Sachen aufrüsten. Nachdem du eine Kompetenz von 600 erreicht hast, kannst du sie nur noch weiter steigern, indem du Gegenstände mit Schattensplittern aufrüstest. Wie wir die bekommen, wahrscheinlich in 60 plus Gebieten. Und da ist es halt so, wir waren tatsächlich jetzt, seitdem wir das haben, irgendwie nicht so richtig in 60 plus Gebieten. Kompetenz steht für die Maximalstärke eines ausgerüsteten Gegenstandes. Und die maximal erreichbare Kompetenz sind 625. Und genau, wir waren jetzt in Klagental. Das ist kein 60 plus Gebiet. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Schwefelsandwüste guckt, 60 plus. Bruchberg, 60 plus. Und, nee, das war keins. Hier. 60 plus in Brackwasser. Wir kommen erst tatsächlich in der nächsten Folge in ein 60 plus Gebiet. Sprich, ich werde erstmal noch nicht wahrscheinlich gucken, wie man das so macht. Denn ich glaube, wir hatten das sogar schon herausgefunden. Ich habe es wieder vercheckt gehabt.
mit, dass man das halt die 60 plus Gebiete braucht. Die hatte ich wirklich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Deswegen mal gucken, ob wir in der nächsten Folge schon Auswirkungen im Inventar sehen. Mit Kompetenz. So, aber damit würde ich sagen. Wär's jetzt mit dieser Folge gewesen. Ich könnte eine Sache noch machen. Und zwar alles reparieren. Dann sind wir auch wieder full heal. So. Und damit würde ich sagen, ciao, Leute. Und bis zur nächsten Folge auf meinem Kanal Benchcrafter.